Gut vorgewärmt marschiert Michael Hoffmann ins Regensburger Tor. Kein Wunder, denn die Busfahrt dauerte 3 Stunden. Dem Hachinger Kapitän Torben Hoffmann auf der Tribüne, er ging es derweil wie den anderen Zuschauern im Sportpark auch. Die waren alle schon ein wenig durchgefroren, als der Schiedsrichter mit mehr als 20 Minuten Verspätung die Partie endlich anpfiff. Regensburg steckte im Stau. Haching in Rot-Blau, also ohne seinen gesperrten Kapitän. Dazu der Spieler der Vorrunde, Tuncic, erstmal auf der Bank wegen Achillessehnenbeschwerden. Aber im Sturm mit dem Isländer Gunnlaugsson in der Hinrunde erst verletzt, dann nicht fit. Heute erster Einsatz in der Startelf und prompt übersehen in der Mitte stehend von Thorsten Schulz. Erste Chance durch den Verteidiger. Hinten beschwert sich gleich Glatzkopf Gunnlaugsson. Haching im Übrigen nicht im Trainingslager im Süden, freute sich endlich wieder auf Naturrasen spielen zu können, war im Übrigen besser auf den Winter eingestellt. Leandro, Robert Zillner. Zillner im Testspiel gegen Altach von einem Scout aus Gladbach beobachtet, hätte da mehr draus machen können. Die Gäste nach dem Trainingslager im türkischen Belek noch in der Kältestarre. Viel Platz für Zillner. Klaus Augenthalers Team aber mit deutlichem Übergewicht macht das Spiel. Die Gäste ziehen sich zurück. Stefan T. Dann sperrt in der Mitte Gunnlaugsson für Ahmad Chaibu. Michael Hoffmann, erste Glanzparade des Routiniers. Gönnt dem Geburtstagskind Abdenur Ahmad Chaibu, dem Deutsch-Marokkaner, der heute 24 wird, keinen Treffer. Wieder Haching mit Jerat, Zillner, Leandro, Fitztum. Es rollt der Ball, die Mannschaft kombiniert, Ahmad Chaibu vorbei an Nachreiner und Gunnlaugsson. Gute Möglichkeit für den Iceman in einer an Torszenen eher dürftigen ersten Halbzeit. Haching ist am Drücker, Regensburg wohl zu lange im Bus gesessen. Die erste Torchance erst kurz vor der Pause durch Marco Haller. Hier haben wir ihn. Setzt sich durch gegen T und auch gegen Schulz. Der Jahn ja weiterhin ohne die verletzte Doppel-6 Schlauderer Zellner, Hein und Neuzugang Gambo auf dieser Position. Und auch auf Verteidiger Jarosch muss Markus Weinzierl verzichten. Mannschaft also nicht in Bestbesetzung. Aber die letzte Möglichkeit vor der Pause geht dann auch wieder an die Gastgeber. Thorsten Schulz ist es, der da draußen viel Platz hat. Erneut Michael Hoffmann prüft. Hoffmann ist klar der beste Regensburger in der ersten Halbzeit. War aber auch ein dankbarer Ball für ihn, dieser Schuss von Schulz. Und auch Kumpel Torben hat in der Pause zu tun. Erst Smalltalk, dann Küsschen für die Gattin. Weinzierl bringt in der zweiten Halbzeit mit Stoilov einen zweiten Stürmer. Eine Maßnahme, die sogleich Wirkung zeigt. 2 Minuten sind gespielt. Als im Verbund mit Stoilov der Kollege im Angriff sein erstes Lebenszeichen sendet. Und das ist Tobias Schweinsteiger. In der ersten Halbzeit alleine auf weiter Flur geht er rein in den Schuss von Haller. Die Gäste müssen mehr tun nach vorne. Vielleicht jetzt. Freistoß Temür, lange verletzt, aber der ist alles andere als gefährlich. Hier andersrum, Konterchance für Unterhaching. Jetzt ist Platz für Robert Zillner. Thorsten Schulz geht mit nach vorne und dann ist Michael Hoffmann draußen. Einen Tick ist er schneller als Schulz. Und Klaus Augenthaler wechselt. Gunnlaugsson, der Iceman, geht aus dem Spiel. Für ihn kommt Mijo Tuncic, Hachings bester Torschütze mit 6 Treffern. Und der hat gleich einen guten Einstand. Ahmad Chaibu zu Leandro.
und Tuncic. Und wenn der traf in dieser Saison, siegte stets die Spielvereinigung am Ende. Achim bleibt dran, drückt weiterhin aufs Tempo. Leandro sieht Stefan T. Und wieder ist Michael Hoffmann zur Stelle. Klaus Augenthaler wird langsam verzweifelt. Hoffmann ist warm geschossen. Und bei Haching dürfen alle mal ran. Als nächster ist es mit Anlauf Tim Jerath. Und das Ergebnis ist jedes Mal das gleiche. Michael Hoffmann ist dran. Längst ist er der Retter des Punktes für seine Mannschaft. Jerath schmeckt's nicht. Aber wie es häufig kommt, die letzte Möglichkeit in diesem Spiel haben plötzlich die Gäste. Peter Stoilov zu Marco Haller. Und dann stiehlt er sich in die Mitte. Peter Stoilov ist zur Stelle. Und Darius Kamper steht dem Kollegen im gegnerischen Tor nichts nach. 0:0 der Endstand. Beide Torhüter in Bestform. Das Busfahren hat dem Regensburger Keeper nicht geschadet. Wenn man denkt, Haching hier, bayerisches Derby, man hat nur eine Stunde 15 zu fahren und wir gammeln 3 Stunden auf der Autobahn rum, dann ist es schon sehr außergewöhnlich. Und da muss man sagen, legen wir den Mantel des Schweigens drauf und sind mit dem Punktgewinn zufrieden. Gehen Sie mit der Lina und essen die Spaghetti nach der Geschichte mit dem Torben Hoffmann? Ja, da werden wir uns jetzt was einfallen lassen. Ich gehe dann schon mal hoch in den VIP-Raum und mit Roman Tietze und Torben werden wir uns sicherlich unterhalten. Aber ich esse alles, was auf den Tisch kommt. Na dann, guten Appetit.